Ich dachte, ich reiß mal so ein bisschen ab, was sich in der Podcat die letzten 2 Jahre getan hat und was die wichtigsten neuen Funktionen sind. Vor allem die, die so ein bisschen versteckter sind, die man nicht so auf den ersten Versuch direkt findet. Und zeige dann noch auf, was ich geplant habe für die nächsten 2 Jahre. Und im Zweifel kann man dann auch Fragen stellen. Aber meine To-Do-Liste ist lang genug und da habe ich dann genug Material mitgebracht, denke ich. Das Allerwichtigste vorweg ist, ich habe im Oktober letzten Jahres mich entschieden, die App für Swift neu zu schreiben. Das heißt, ich habe sie von Grund auf komplett nochmal neu in einer neuen Programmiersprache aufgesetzt. Im Oktober habe ich angefangen und im 1., nee, 2. Februar war sie dann tatsächlich schon im Store. Das heißt, Entwicklungszeit von 6 Jahren in 3 Monaten neu geschrieben. Das lässt natürlich nicht aus, dass da mal ein paar Fehler drin sind, aber tatsächlich war der Relaunch mit der neuen Version doch sehr, sehr positiv und kam wohl sehr, sehr gut an. Lief stabiler, lief schneller vor allem und einige neue Features sind gleich mit dazu gekommen. Leider ist damals iOS 9 rausgefallen, weil ich ganz auf die neuen Techniken gesetzt habe von iOS 10. Inzwischen habe ich die Abwärtskompatibilität wiederhergestellt, also iOS 9 wird wieder mit unterstützt. Das führt auf langsamen älteren Geräten gerne mal zu User-Frustration, weil die App ein wenig zu langsam wirkt, weil sie einfach sehr viele Dinge tut und die iOS 9-Geräte im Zweifel recht schwach sind, um das noch alles umsetzen zu können, was im Hintergrund und im Vordergrund gleichzeitig passiert. Da stehen auf jeden Fall noch Optimierungen an, aber ich tendiere dazu, da iOS 11 mehr oder weniger schon in der Tür steht, iOS 9 demnächst doch wieder fallen zu lassen. Das war so ein Zugeständnis an alle User, die schon seit einer Ewigkeit mit dabei sind, damit die neuesten Features und vor allem das neue Design und alles mal mitgekriegt haben. Aber die richtig neuen, tollen Funktionalitäten wird es wahrscheinlich erst dann für iOS 10 mitgeben und iOS 11 dann, weil entsprechend das Betriebssystem ja auch Funktionalität zur Verfügung steht, die vorher einfach gar nicht da war und ich dadurch Dinge umsetzen kann, die vorher nicht möglich waren. Unter anderem gehört dazu natürlich der Sync. Der Sync läuft über das iCloud-Kit. Das heißt, es geht schon mal unter iOS 9 nur sehr bedingt, weil es einen Großteil der Methoden, die ich verwende, unter iOS 9 nicht gibt, weil es da kein Cloud-Kit gab, sondern nur iCloud, das zwei grundlegend unterschiedliche Bibliotheken waren. Aber damit kann ich jetzt einen Sync herstellen, der sehr, sehr schnell funktioniert, fürs Tablet, fürs iPhone beliebig. Und für die anstehende Apple TV-App gleich mit. Und das CloudKit stellt mir dazu noch die Technik zur Verfügung, die gesynkten Daten aus der Wolke per Web-Abfrage abzufragen. Was es dann irgendwie logisch macht, dass es einen Web-Client geben wird für den Browser. Und wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt und da sich meine berufliche Aktivität gerade stark in diese Richtung verändert hat, wird es wohl in absehbarer Zeit Podcat für Android geben. Allerdings fast 10 Jahre Erfahrung für iOS-Entwicklung kann ich nicht innerhalb von einem halben Jahr für Android nachziehen. Das ist einfach nicht drin. Aber kleine Schritte tun es auch erstmal. Also wenn ich die grundlegenden Features reinkriege und das Ding erstmal zum Laufen kriege, dann ist ja den meisten schon geholfen. Setzt allerdings dann halt auch voraus, dass man, obwohl man ein Android-Gerät benutzt, einen Apple iCloud-Account besitzt, damit man auf dieselben gesynkten Daten zugreifen kann. Kann man sich problemlos klicken bei Apple, kostet ja nichts, zumindest nicht diese kleinen 5 GB-Pakete und mehr braucht die Katze nicht. Und damit lässt sich dann auch bequem auf die Weboberfläche für Android, für iOS, für die Apple TV, fürs Tablet alles synken. Große Schritte, sehr, sehr großer Aufwand. Also, wer sich mal mit Sync beschäftigt hat, weiß, dass das eine der schwierigsten Dinge ist, die man so umsetzen kann.
Vor allem, weil Konfliktbehandlung ein echtes großes Thema ist. Und wenn zwei Leute gleichzeitig am selben Gerät arbeiten, dann an zwei verschiedenen Geräten arbeiten, dann wird es echt haarig. Jo. Das sind so die grob umgerissenen Punkte und vor allem für Android und für die Apple TV sind das die Ziele für die nächsten 2 Jahre. In der Hoffnung, dass Apple die Apple TV überhaupt noch so lange unterstützt. Also das ist ja immer so ein Problem, das zieht sich ein bisschen langsamer mit. Kommen zwar immer mal wieder neue Versionen, aber ich meine, wir haben fast alle inzwischen 4K-Fernseher zu Hause rumstehen und das, die kleine Apple Box kann immer noch nicht 4K, sondern nur Full HD. Und von HDR ganz zu schweigen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Funktionen, die inzwischen in die App reingewandert sind, die ich als praktisch und als noch etwas versteckt ansehe. Wir haben jetzt erstmal hier im Display das Listenlayout fürs iPad. Für iPhone hat sich da von der Funktionalität erstmal wenig geändert. Außer dass es diese kleinen neuen Funktionen gibt, nämlich nicht nur an die Wiedergabeliste anhängen, dieses hier, sondern als nächstes spielen. Das sorgt dafür, dass die Episode in der Playlist als zweites eingefügt wird. Das kann man auch direkt in der Playlist selber benutzen. Sprich, ups, nein, bleibt da drüben. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Rosat als nächstes hören will, drücke ich einfach da drauf, drücke als nächstes abspielen und schwupp, ist er da oben und reiht sich, sobald ich den Omega Tau zu Ende gehört habe, direkt ein und man kann damit weiterhören. Ich finde das sehr, sehr angenehm, weil man muss nicht mehr die Episoden ganz unten einfügen und sie manuell über die Sortierfunktion nach oben oder nach unten rein, sondern kann sie einfach so einfügen. Und muss sie nicht auch sofort starten, weil das ging ja vorher auch. Man kann jede Episode jederzeit starten, aber das stoppt natürlich die vorhandene. Die Gruppen haben einige neue Funktionen gekriegt. Hier ist vor allem sind die Filterfunktionen die wichtigen. Man kann natürlich weiterhin einstellen, ob nur gehörte, ungehörte Episoden drin sein sollen, ob es nur Videos oder geladene Episoden, das ist klar. Allerdings gibt es relativ neu die manuelle Suche unten. Das sorgt dafür, dass aus den vorhandenen Episoden, die schon gefiltert wurden, sofern einer dieser Filter hier oben überhaupt wirkt, im Zweifel kann man nämlich das über alle Podcasts laufen lassen, die überhaupt abonniert sind und diese Gruppe soll dann zum Beispiel nur noch Podcast-Episoden ausspucken, die ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine Reihe von Schlüsselworten unterstützt, wie zum Beispiel iPhone und Test und iOS 9 oder so. Und dann kriegt man nur noch die Episoden, die auch wirklich das enthalten. Setzt voraus, dass die Macher entsprechende Wörter in ihre Beschreibungstexte, in den Titel oder in ihre Keywords gesetzt haben. Weil irgendwoher muss ich die Informationen ja nehmen. Die Audiodatei selbst auslesen ist dann doch etwas zu viel des Guten. Neugierig ist auch die Gruppierung nach Podcast. Das heißt, in diesem Fall kann man das direkt schön sehen, hier bei den Rückblicken. Ich zeige erst alle Podcasts, alle Episoden von Hör mal und dann die von Young in the 80s. Wenn man zum Beispiel nämlich gerne einen bestimmten Podcast, aber davon alle Episoden hintereinander hören möchte, hat man die so schon zusammen und kann einfach die Zwischenüberschrift antippen und sagen, an die Wiedergabeliste anhängen oder und dann werden sie so komplett übernommen. Genau. Weiterhin gibt es natürlich hier oben die Funktion für nach Datum sortiert abspielen. Dann egal wie diese Gruppe gerade sortiert ist, ob neueste oben sind oder unten sind, werden die einfach in ihrer Reihenfolge, wie sie erschienen sind, in die Playlist gekippt und abgespielt. Die vorhandene Playlist, die schon da ist, wird einfach hinten dran gelassen. Also die neuen Episoden werden vorne dran gehängt, die erste wird abgespielt, x-beliebige Episoden hängen dann dran und die alte Playlist, wie sie schon vorher war, steht am Ende, sodass man damit weitermachen kann. Man kann sich also damit sehr bequem seine Playlist zusammenstückeln. Erst alle Hör mal, dann alle Young in the 80s und dann, wenn es dann technischer werden soll, dann irgendwie Chaos Radio oder so.
Ja, die Gruppen sind inzwischen etwas übersichtlicher geworden, auch wenn es hier auf dem iPad-Layout noch etwas karg wirkt, weil breites Layout mit tendenziell wenig Content. Aber man sieht jetzt rechts auf jeden Fall schon mal, wie viele Episoden da überhaupt drin sind. Und wenn man diesen Play-Button dort direkt antippt, hat es denselben Effekt wie innerhalb der Liste nach Datum sortiert abspielen. Sprich, alle Episoden dieser Gruppe werden in die Wiedergabeliste gekippt und direkt gestartet. So, und jetzt, ich habe vorhin extra eine Video-Episode heruntergeladen. Wo ist sie denn? Weil mit unserem knappen Netz muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Neuerdings habe ich bei Videopodcasts schon mal links unten die Vorschau. Das ist für diejenigen, die gerne weiter stöbern und das Video sehen wollen, schon mal ganz nett. Allerdings ist es dann doch recht klein zugegeben. Dafür gibt es aber auch Abhilfe. Tada! Denn Bild in Bild ist jetzt auch mit drin und wenn man die Podcast verlässt und sich woanders beschäftigen möchte, kann man das Video hier trotzdem weiterhin beobachten. Auch kann man innerhalb der Podcast weiter stöbern. Und wenn man dann zurück in den großen Player will, gibt es weiterhin hier diesen Vergrößerungsbutton und kommt zurück in den Player und kann das Video direkt hier weiter gucken. Vollbild gibt es natürlich auch, sodass alles, was unwichtig ist, ausgeblendet ist. Die Timeline unten bleibt erhalten. Hoppala. Sodass man jederzeit rumspulen kann. Das Pop-up, das ihr jetzt gerade gesehen habt, zeigt schon mal ganz gut diese neue Funktion. Wenn der Podcast fast zu Ende ist, und das ist so eine Prozentrechnung versus Gesamtlaufzeit, aber nicht länger als 2 Minuten. Also wenn die Restlaufzeit noch unter 2 Minuten ist, dann kommt dieses Pop-up-Fenster und gibt euch die Möglichkeit, dieses Schlussgelaber zu überspringen und direkt in den nächsten Podcast überzugehen. Gibt es auch in den Kapitelmarken. Gehen wir mal wieder in eine andere Episode. So. Ein knappes Internet hier gucken. Genau, das muss ich leider im Hochkant gucken. Wir haben hier die Kapitelmarken, die man direkt erreicht, wenn man unten auswählt oder indem man den ganzen Content oben wischt. Und als allerletztes findet sich auch hier Beenden dieser Episode und starte die nächste, wenn man hier schon so weit ist, dass einen den Rest nicht mehr interessiert. Vor allem mit Podcasts, die eine ganze Reihe von Themen abbilden und man interessiert sich nur für das erste, für das fünfte und für das siebte und die restlichen 3 bis zum 10. Kapitel interessieren einen eh nicht mehr, dann kann man runterscrollen und einfach direkt auf Beende diese Episode und starte die nächste drücken. Genau. Zip. Ein knappes Internet, aber es funktioniert doch sehr, sehr gut. Neu ist auch hinzugekommen die Filterung der Podcasts selbst. Sprich, vorher waren sie alle zusammen und man musste die Podcasts, die möglicherweise ungehörte Episoden haben, immer schön erkennbar an diesem Badge, doch raussuchen, weil irgendwann werden es viele und die vielen Icons sind dann auch etwas unübersichtlich. Und deswegen kann man oben jetzt schön filtern. Entweder zeigt mir nur die gar keine Episoden, also gar keine neuen Episoden haben, oder zeigt mir nur die neuen. Das ist wohl der tendenziell der Bereich, in dem man sich jetzt üblicherweise aufhält, sofern man nicht gerne alle Episoden nachhört von einem Podcast. Aber selbst dann, wie zum Beispiel beim Hörmer, was ich relativ kurzfristig erst abonniert habe, geht man einfach rein, wählt oben dieses ungespielt Häkchen weg, sodass man auch alle Episoden unten sieht, die man schon gehört hat, an einem Häkchen zu erkennen. Die 4 Episoden habe ich bereits gehört. Und wenn man es abonniert hat, ist ja für gewöhnlich nur die oberste Episode ungehört und der Rest ist schon markiert, weil wer will schon alles nachhören? Also das macht man doch eher selten. Gibt es aber immer noch die Möglichkeit, rechts oben über die Liste zu sagen, mach alle als nicht gespielt, so dass alle dieses Häkchen verlieren. Und alle Episoden dadurch ganz normal gelistet werden und auch in die Playlist übernommen werden. So kann man recht leicht dann alle Episoden nachhören, wenn man das denn möchte.
Und gerade bei Hörmer oder Young in the 80s kann man das schon wirklich sehr empfehlen. Wer ein Kind der 80er ist, möchte das ja doch hören. Ja, und dann der nächste große Punkt in Zusammenarbeit mit FYD, FYYD, das Podcast-Verzeichnis, in dem man ähnlich wie im iTunes-Verzeichnis Podcast finden, suchen und vor allem auch bewerten und kuratieren kann. Das habe ich integriert, sodass ich hier drin genauso in den Kategorien stöbern kann wie im iTunes-Verzeichnis. Aber das Besondere ist, dass wenn das Tablet den Login von FYD eingerichtet hat, dass man mehrere kuratierte Feeds haben kann, die man sich selbst anlegt. Und wenn ich zum Beispiel bei Omega Tau eine interessante Episode habe, die mir gefällt, dann kann ich diese in den kuratierten Feed von mir selbst übernehmen. Und jemand anders kann diesen Feed wiederum abonnieren, um zu sehen, um nur die Episoden zu sehen, die auch ich auch dafür freigegeben habe. So kann man einen technischen Feed zum Beispiel erzeugen, der nur Content enthält für Luftfahrt und schmeißt da alle Episoden von Chaos Radio, von Omega Tau und von diversen Wissenspodcasts rein. Und so hat man einen Podcast, der sich tatsächlich nur um Fliegen kümmert oder ein anderer, der sich nur um iOS-Entwicklung kümmert oder ähnliches. Lässt sich damit sehr, sehr leicht umsetzen. Auch werden die Gruppen in FYD übernommen. Das nennt sich dann Collections. Eine Collection ist eigentlich eine Sammlung an Podcasts, die wiederum alle ihre Episoden enthalten, egal ob ich sie kuratiert haben wollte oder nicht. Und das entspricht exakt meinen Gruppen, die es schon in der Podcat gibt. Und wenn die Verbindung zu FYD existiert, dann werden diese Daten 1:1 gesynkt. Also man muss sich gar nicht darum kümmern, dass das jetzt in FYD freigegeben wird oder nicht. Man legt einfach eine Gruppe an, fügt ein paar Podcasts hinzu und auf FYD ist es schon magisch drüben. Ja. Das war so die große Zusammenarbeit, die ich mit denen letzt getätigt habe. Und die reichen auch alle naselang neue Features nach und Verbesserungen und best geratedste und Kommentare zu Podcasts und Episoden. Das wird es in Podcat dann auch in Kürze dann geben. Ja. Man hat es jetzt schon eine ganze Weile gesehen. Das iPad hat ein eigenes Layout gekriegt, vor allem für die Episodenlisten. Das war bitter nötig, weil die eine schmale Zeile, die über die maximale Breite des Displays geht, ist dann doch eher etwas ermüdend. Im Hochformat geht das dann noch im halbwegs. Man sieht das zum Beispiel hier im Verlauf und in der Playlist immer noch. Aber auch nur, weil ich hier konkret die Reihenfolge darstellen wollte, die man auch wirklich so gehört hat. Die in der Gruppendarstellung oder in der normalen Listendarstellung mit dieser Links-Rechts-Variante zweispaltig dann doch ein bisschen untergeht. Ist aber jetzt durch diese zweispaltige oder im Landscape-Modus, im dreispaltigen Modus, dann doch übersichtlicher und man hat mehr Einfluss darauf, was man sieht. Und vor allem größerer Screen, mehr Content. Ja. Die Katze hat ein kleines, feines, neues Feature gelernt, das ich versuche jetzt hier noch ganz kurz mit unterzubringen, in der Hoffnung, dass das klappt mit dem schwachen Internet. Nämlich, die Katze macht sich sowieso schon immer mal wieder bemerkbar, wenn etwas fertiggestellt wurde, wenn eine neue Episode dargestellt wird, gefunden wurde und die findet sie ja für gewöhnlich im Hintergrund. Sprich, euer Tablet, euer iPhone liegt in der Ecke und ihr seid im Büro oder macht sonst etwas. Und im Zweifel seht ihr dann im Homescreen irgendwann mal Download oder eine neue Episode ist erschienen. Und das war vorher diese Standardmitteilung von iOS. Die ist inzwischen aufgepeppt und erweitert durch das Coverart und den Beschreibungstext der Episode. Dann kann man schon in der Notification sehen, ob einen das interessiert und bietet dort auch direkt die Möglichkeit, die Episode abzuspielen oder einfach nur direkt auf die Detailseite zu gehen, um noch mehr Informationen zu der Episode zu bekommen. Und jetzt bin ich leider mit dem Content schon schneller durch, den ich dazu erzählen wollte, bevor dieser Download fertig ist.
Aber der Download bietet dann doch diesen kleinen, feinen Mehrwert, den die Podcat so liebenswert macht manchmal. Denn, ja, jetzt muss man hier einfach warten. Das ist doof. Aber egal. Da, genau, stellt schon mal Fragen, falls ihr welche habt. Es ist nicht direkt eine Frage, aber vielleicht doch auch. Ich bin Stefan von Panoptikum. Das ist ein Podcast-Verzeichnis, nicht unähnlich dem Feed. Mhm. Und wir arbeiten gerade daran, das mit AntennaPod, einem deiner Android-Konkurrenten oder Mitbewerber, zu integrieren. Also da gibt es gerade eine API, die im Entstehen ist, ob ihr grundsätzlich daran Interesse habt, da auch diese API zu verwenden und welche Wünsche ihr in die Richtung habt. Ob man da mit euch drüber reden kann und wie das aussieht. Mit mir kann man immer reden. Man muss mich einfach diesbezüglich einfach nur anschreiben. Und wenn die Schnittstelle so gemacht ist, dass ich leicht die Daten abholen kann, dann ist das eine Frage von einem Tag, dass das integriert wird und dann. Yay! Das war das kleine, feine Neuerchen in dieser App, nämlich die Katze macht sich jetzt durch ein Miau bemerkbar. Wenn euer Verzeichnis eine Schnittstelle bietet in irgendeiner Form von XML oder JSON, JSON API, REST oder was Einfacheres, muss ja gar nicht so komplex sein, dann lässt sich das leicht integrieren. Die unter Abonniert gibt es bei mir genug Platz, um hier weitere Verzeichnisse einzubauen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Sehr schön. Personen, also so nach dem Motto, jetzt habe ich, weil du Omega Tau als Beispiel genannt hast, jetzt habe ich den Markus Völter dort lieb gewonnen, wo hat denn der noch alles mitgewirkt und von dem zusätzliche Sachen zu finden. Ah ja. Podlove unterstützt ja diese Funktionalität von wegen, man sagt in einer Episode direkt, wer denn alles darin teilnimmt, wer ist alles Sprecher. Das konnte die alte Podcat, das kann die aktuelle noch nicht wieder, ist aber auf jeden Fall in der Planung für eine der nächsten Versionen, dass man wieder sehen kann, wer hat in welchem Podcast was mitgemacht und kann dann auch leicht nachgucken. In der Podcast-Liste zeigt mir bitte Tim Pritlove und dann zeigt er mir alle Episoden, die er gemacht hat. Gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil dann wird man überschwemmt mit Episoden. Aber da gibt es genug Leute, die vielleicht nur ein- oder zweimal irgendwo auftauchen und dann auch verstreut über ein Dutzend Podcasts. Da muss man, darüber lässt sich das leichter finden. Und wenn ihr so ein Verzeichnis habt, in dem man direkt darin suchen kann, gib mir alle Podcasts von einer Person XY, dann lässt sich darüber auch leicht ein neuer Podcast finden und diesen dann abonnieren. Und das kann ich sehr gerne einbauen. Momentan ist alles immer so auf Podcast-Beschreibungen, Schlüsselwörter und den Podcast-Name als solches fixiert. Sprich, wenn ich in der Podcast-Suche oben im Suchfeld das eingebe, dann wird nur darauf gesucht. Und für gewöhnlich findet man den Sprecher nicht, außer die haben es explizit in ihren Beschreibungstext eingefügt, was mitunter nicht so häufig vorkommt. Also es gibt genug Podcasts, die da in ihre Beschreibungstexte nicht genug Energie stecken können, wollen oder so. Und entsprechend findet man es nicht. Und wenn ihr in eurem Verzeichnis das bieten könnt, dann bin ich da sogar froh drüber, wenn wir sowas anbieten können. Jo. Früher war es so, dass die Podcast mit vielen Podcasts auf ihr stecken wurde, jedenfalls zu hören sollen. Ja. Ja. Das ist in der Swift-Version deutlich besser geworden. Allerdings ist auch weiterhin das OPML-Thema eins. Man merkt oft nicht, wie viele Episoden sich dahinter tatsächlich verbergen. Also nur weil 120 Podcasts sind ja nicht 120 Episoden, sondern im Zweifel 12.000 Episoden, weil es gibt ja so manche Vielproduzierer, die sind dann auch drin. Und alle diese Episoden muss die Podcat wegspeichern. Das dauert einfach ihre Zeit. Und dazu, durch den Sync, muss das auch noch alles in die iCloud gespeichert werden. Das braucht auch ihre Zeit. Aber inzwischen ist die App deutlich stabiler geworden und lässt sich während diesem Import auch wieder vernünftig benutzen.
Das ist deutlich besser geworden als ihr Vorgänger. Okay, und auch so während das Ding läuft sozusagen. Also im Betrieb macht man davon dann gar nichts, weil dann nur noch die Diffs gesynkt werden, vermutlich. Genau, also man kann immer noch selber per Pull-to-Refresh für einzelne oder für alle Episoden den Feed aktualisieren lassen. Wenn man weiß, es existiert eine neue Episode und die Katze hat sie noch nicht gefunden, dann ist sie einfach noch nicht dazu gekommen, diesen Feed zu aktualisieren. Das geht immer noch manuell. Aber sonst passiert das alles im Hintergrund und eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Hier muss man allerdings beachten, das wird oftmals vergessen, wenn man schon einen Podcast-Client hat oder sogar zwei und die Podcat kommt dazu, dann ist sie immer im Hintertreffen, was diese Hintergrundaktualisierung angeht. Denn Apple hat das so organisiert, dass die Hintergrundfunktionalität für eine App prozentual so häufig aufgerufen wird, wie die App aufgerufen wurde. Und wenn man schon eine App hat und sie ein halbes Jahr benutzt hat, dann kriegt die natürlich 99% der Zeit und die neu installierte App kriegt höchstens 1%. Entsprechend kann die Podcat am Anfang nicht so gut sein wie die anderen und das führt dann gerne mal zu Frustration bei den Usern, weil die Podcat hat die neuesten Episoden nicht, während die alte App die längst schon hat. Natürlich hat sie das. Es funktioniert also dahingehend immer noch am besten, wenn man aus der alten App das OPML-File exportiert als Sicherung, schadet nie, und dann die alte App gleich komplett vom Gerät löscht. Dadurch werden diese 99% frei und wenn man dann die Podcat 2-3 Mal aufgemacht hat, dann kriegt die 100% und entsprechend kann sie dann auch ihre maximale Leistung bieten, die sonst eigentlich nicht da sind. Das andere Problem mit Podcast-Apps immer so wechseln, ist ja dieser Play-Status, den irgendwie rauszubekommen. Also, dass ich jetzt nicht wieder, wenn ich jetzt, wir gehen am Beispiel Podcat, mit der anfange, dass dann nicht der komplette Feed als, ja, ist ungehört markiert ist, sondern es wäre ganz toll, wenn man das ja irgendwie überretten könnte. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man zumindest das bei deiner Seite importieren kann? Gibt es da eine API oder? Also bisher gibt es nur die Möglichkeit, das OPML zu importieren oder den Podcast im Verzeichnis direkt anzuklicken. Aber die Informationen aus einem anderen Player zu extrahieren, steht mir nicht zur Verfügung. Das müsste der Player dann, also der andere, bereitstellen, damit man weiß, wie der Play-Status ist, damit ich den übernehmen könnte. Aber das setzt halt voraus, dass wir auf beiden Seiten diese Funktionalität implementieren und ich glaube, keiner von uns hat ein großes Interesse daran, einem Konkurrenten die Funktionalität zu bieten, ihn von der Platte zu kicken. Deswegen ist das irgendwie ein bisschen blöd. Ja, aber mit der Argumentation dürftest du auch kein OPML anbieten oder sowas. Das ist richtig. Ja. OPML ist ein Import-Ding aus einer Zeit, als noch Feedreader und dergleichen benutzt wurden und dann konnte man das leicht importieren. Dass es ein OPML zum Export gibt, ist auch so ein Zugeständnis, das man als Podcast-Client-Entwickler mit Zähneknirschen einbaut, weil es oft gewünscht wird, weil man dann das OPML-File vielleicht auf ein Android-Gerät portieren möchte oder auf einen Desktop-Client, dann macht man das. Aber gleichzeitig bietet man natürlich dem User auch die Möglichkeit, diese App dadurch auch leicht loszuwerden. Ist halt so ein kleines Problem. Ja, also ich persönlich bin ja eher so Meinung, so alles frei, dieses Umziehen soll einfach möglich sein. Das ist schön, aber ja, klar. Konkurrenzdenken ist halt schon ein bisschen da. Ja. Hast du dir dieses Gpod.net Syncing Backend mal angeschaut? Ja, habe ich mir angeschaut und Fühlt hat mir bisher mehr zugesagt, deswegen haben die den Vorzug gekriegt, dass ich die als erstes importiert habe. Und Gpodder unterstützt ja den Komplett-Sync auch mit dem Play-Status und so weiter. Wird es möglicherweise noch geben, aber es steht jetzt auf meiner To-Do-Liste nicht ganz oben. Aber es steht drin. Und wenn Fit auch sowas einbauen würde, dass man da auch einen Play-Status synken könnte? Dann werden die das als erstes drin, mit drin haben. Also da ich die Funktionalität von Fit immer bisher gerne unterstützt habe, also ich habe zusammen mit denen die API 1.0 entworfen, oder 0.1 nennen sie sie, hatte dann aber mit meinem eigenen Sync genug Baustelle,
Die sind inzwischen bei Version 2 oder 3. Da der Kollege von Scoon da zusammen mit FIT das weitergetrieben hat, kamen da neue Features hinzu und die werde ich so nach und nach mit implementieren. Da kamen zusätzliche Felder, zusätzliche Informationen und ein paar neue Features hinzu, die Podcat dann auch bald unterstützen wird. Ja. Dann glaube ich, haben wir es soweit. Ein schneller, kurzer Abriss über die Funktionalitäten. Ja. Wer sonst noch irgendwie Fragen hat, darf sie gerne in die Kommentare schmeißen und mich direkt anschreiben über @podcatapp oder über die Webseite podc.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.